Hallo Dami, Hallo freut mich Markus. sehr. Hi, freut mich sehr, dass du Zeit hast. Du hast ja vor 2, 3 Wochen so eine Mail rumgeschickt, da ging es um Phone Response. Und ich habe das durchgelesen und ich fand das wahnsinnig spannend. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich frage die Dami mal, ob sie Lust hat auf ein Interview in meinem Podcast und here we are. Sehr schön, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich auch total. Und ja, wir sprechen über Phone Response. Und ich glaube, du übersetzt, das habe ich gesehen, mit Bambi-Reflex. Ja. Genau. Was genau ist von Response? Das ist quasi wie ein Zwang zur Freundlichkeit, könnte man sagen. Und ein amerikanischer Traumaforscher, und jetzt nicht gleich erschrecken mit Trauma und so, ein amerikanischer Traumaforscher hat das als die vierte menschliche Reaktion auf Schrecken, auf Trauma, auf Überwältigung quasi benannt. Also das eine ist im Englischen Fight, also Kampf, Flight, Flucht, Freeze, Erstarrung und Fawn. Und das, was vielleicht einfach wichtig ist, hier zu unterscheiden, weil die meisten Leute eben bei Trauma immer nur denken, ganz schlimme, ganz schreckliche Ereignisse, Katastrophen, Vergewaltigung etc. etc., ist eben Trauma inzwischen anders, auch anders definiert über Entwicklungstrauma. Und auch da ist der Traumabegriff leider ein bisschen unglücklich, weil bei Entwicklungstrauma geht es einfach auch darum, dass Eltern uns gedemütigt haben, dass sie keine Zeit hatten, dass wir als Babys alleine gelassen worden sind, dass wir nicht willkommen waren oder dass sie auch vielleicht ungewollt waren oder das falsche Geschlecht hatten oder, was sich alles auf uns ausprägt. Aber gerade wenn quasi eine Familie sehr rau ist oder viel Demütigung gibt oder auch Gewalt gibt in jeder Form, gibt es eben, eigentlich erstarren wir eben, wenn jemand so mit uns umgeht, vor allem wenn wir so klein sind und gar keine Möglichkeit haben, uns zu wehren oder auch wegzulaufen. So, also wir können ja nichts machen. Und der Punkt ist, dass manche Menschen dann wählen, einfach besonders freundlich zu werden. Das sind dann die Kinder, die als besonders pflegeleicht gelten, besonders süß, besonders freundlich, besonders hilfreich und immer zur Hand sind, um die Eltern zu unterstützen und immer schauen quasi, wie geht's denn allen? Und der Punkt dabei ist, dass man sich selbst dabei komplett vergisst oder eben auch wirklich verrät, so, weil die eigenen Interessen überhaupt nicht mehr gesehen werden. Und wenn das eben wenn wir das mitnehmen als Erwachsene, dann haben wir sehr oft ein Problem mit Selbstbehauptung, mit Grenzen, aber auch eben überhaupt mit Bedürfnissen. So, Bedürfnisse zu formulieren. So, und das ist natürlich für ein erfülltes Leben eine relativ schwierige Ausgangsposition. Also das heißt, ich habe dann schon so Glaubenssätze wie ich bin nicht wichtig, was ich möchte ist nicht wichtig, ich darf nicht sein, sondern die anderen sind wichtiger. Genau, oder für Liebe muss man unendlich viel tun. Also wir gewöhnen uns ja als Kinder Muster an, wie wir quasi am besten die Beziehung zu unseren Eltern erhalten können. Das heißt, wir können ohne diese Beziehung ja nicht überleben als Babys und als Kinder. Und wenn wir Eltern haben, die zum Beispiel einfach keine Nähe zulassen wollen oder einfach selber mit vielen Ängsten geplagt sind oder, dann versuchen wir schon als Babys rauszufinden, wie muss ich sein, dass ich möglichst noch Zuwendung bekomme. Und das ist für manche Kinder eben, wenn ich lang genug still bin, dann werde ich von Mama gelobt, ja, dass ich so lieb bin. Oder wenn ich im Haushalt helfe oder was auch immer. Ich versuche als Kind, als Baby, wie gesagt schon, und dann eben auch als Kind immer rauszufinden, wie muss ich sein, damit ich noch Zuwendung bekomme. Und das sind unsere tiefsten Muster, mit denen wir dann später ins Leben und auch in Beziehungen gehen und die uns dann meistens ziemlich gnadenlos in den Fuß schießen. Das heißt, hat das auch damit zu tun, ich glaube, man nennt das, wenn man so dieser Alarmzustand, dieses Alert, man ist eigentlich mit seiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit draußen, weil man die ganze Zeit schauen muss,
zum Beispiel du wächst in einer Familie auf, hast einen unberechenbaren Vater zum Beispiel oder unberechenbare Mutter, dann musst du ja dauernd schauen, wie ist die Stimmung. Ich darf jetzt nichts sagen, weil sonst flippt er aus. Das hat auch damit zu tun, oder? Dieses, dass Auf ich mit jeden der Fall. Aufmerksamkeit beim anderen bin und draußen. Genau. Also das machen fast alle Kinder, die aus solchen Familien kommen und die quasi dann aber noch in diesen Fawn-Response gehen. Das ist halt nur eine Möglichkeit, mit der ich quasi mit der Situation umgehen kann. Die sind dann eben auch noch extremst freundlich dabei. Also sind immer am Lächeln und lieb und nett und einfach zuvorkommend. Und das ist auch das große Dilemma später als Erwachsener. Niemand wird das als Problem sehen, weil eigentlich für das Umfeld das großartig ist. Ja, du guckst quasi, wenn du jetzt Phone Response hätten, wir beiden hätten eine Beziehung, du würdest immer gucken, wie geht's Dami am besten? Was kann ich für sie tun? Was mag sie? Oh, sie ist schlecht gestimmt. Was kann ich denn tun, damit es ihr besser geht? Das heißt, für mich ist das quasi die oberidealste, wenn man es mag, oberidealste Form, die ich bekommen kann. Und deswegen gibt es selbst in Therapien oft gar kein Problembewusstsein für dieses Verhalten, weil es ja so nett ist. Also das und man kann das, glaube ich, ziemlich gut verstecken in so einer Art Mutter-Teresa-Komplex. Oder ich bin ja so Ja. hilfsbereit, ich bin immer für die anderen da und die ist ja so nett und die ist ja so brav. Und wie du sagst, das hast du auch irgendwo geschrieben, mit dieser große Freundlichkeit wird selten als Problem gesehen. Richtig. Ja? Also jemand ist halt sehr handsam, macht keinen Stress. Und ich stelle mir vor, wenn so jemand kommt zur Therapie, die kommen ja mit Sicherheit nicht deswegen, denke ich mal, dass sie sagen, ich bin immer freundlich, sondern ich glaube, da kommt man wahrscheinlich erstmal irgendwann drauf. Die kommen wegen einem anderen Problem zum Beispiel, ich werde immer ausgenutzt. Genau, Ich ich werde gemobbt. werde gemobbt, meine Männer sind immer Arschlöcher. Das ist mal salopp gesagt. Ja. Narzissten, die mich ausnutzen. Ich komme überhaupt gar nicht vor. Ich pflege meine Eltern seit 20 Jahren, Oder so, ja, ich habe kein bringe ich meiner eigenes Mutter noch Leben. die Einkaufstüte nach Hause. All diese Geschichten, die halt darauf hindeuten, dass da eigentlich keine gesunden Grenzen sind. Und die sind ja wahrscheinlich auch, da ist man ja wahrscheinlich relativ leicht manipulierbar über so Sachen wie, ach Gott, bist du egoistisch, du denkst nur an dich, das ist ja für so jemand das Schlimmste. Genau. Das Oder? ist, damit kann man wieder jemanden einnorden. Und das machen dann leider das Umfeld auch gerne, weil wenn eine Person, die so ist, sich anfängt zu verändern, dann bedeutet das für das Umfeld eben einen Verlust, je nachdem, wie man halt denkt. Also ich fände es toll, sozusagen, aber für viele ist das halt ein Verlust, weil eben ihnen nicht mehr alles hinterhergetragen wird, weil nicht mehr alles okay ist, weil eben es auch mal gibt, nein, das möchte ich nicht oder ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung, statt sich irgendwie reinzupassen und sich passend zu machen. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Magst du noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Entwicklungstrauma und Schocktrauma erklären, weil du auch gerade vorhin gesagt hast, und ich finde, das stimmt. Viele Leute, wenn die Trauma hören, die denken immer, ich habe damit nichts zu tun, weil ich hatte weder einen Autounfall noch hatte ich einen Missbrauch noch sonst irgendwas. Aber es braucht ja, da wir als Kinder so hochsensible Wesen sind, viel, viel weniger, um uns zu traumatisieren. Ja, also Schocktrauma, unter Schocktrauma versteht man einzelne Erlebnisse, die passieren. Also du hast einen Unfall, du bist zusammengeschlagen worden, was auch immer. Also ein einzelnes Erlebnis, was eben in sich abgegrenzt ist, was das Leben auch komplett von einem Moment zum anderen verändern kann für immer. Das ist überhaupt gar keine Frage. Entwicklungstrauma ist oft viel, viel subtiler, vor allem wenn wir als Erwachsene drauf gucken. Also wir haben als Erwachsene oft verloren, uns wirklich vorzustellen, wie Dinge für ein Baby oder ein kleines Kind sind, sozusagen. Und leider kommen wir aus einer Kultur, die wirklich ganz stark noch vom faschistischen Erziehungsmodell geprägt ist, von der Johanna Harrer damals, die Mutter und ihr erstes Kind, wo eigentlich gepredigt wurde, möglichst keine Bindung zu haben.
also das Kind wegzulegen, alle 3-4 Stunden nur zu füttern, sich sonst nicht zu kümmern, bloß nicht so viel Körperkontakt haben, um Gottes Willen nicht im selben Bett schlafen und ganz viele, was man heute in der Bindungsforschung wirklich als sehr krasse Bindungsunterbrechung einfach sieht, mit großen Auswirkungen. Das ist eigentlich schon Entwicklungstrauma. Oder wenn Eltern einfach, wenn zum Beispiel man hat eine depressive Mutter und das heißt, man hat jemandem gegenüber, was kaum Mimik zeigt. Ja, das ist für ein Baby eine Katastrophe. Da gibt es Experimente, das Stillface-Experiment. Da macht die das, eine Mutter, die sehr eingestimmt ist mit ihrem Kind, kriegt den Auftrag, einfach plötzlich blank zu werden im Gesicht. Und das macht sie, glaube ich, 2 Minuten oder 3 Minuten und das Kind flippt vollkommen aus. Mhm, also es versucht erstmal Kontakt zu bekommen, Kontakt, wie kriege ich Kontakt? Und irgendwann dreht sie es nur noch weg und schreit und schreit und schreit. Und wenn man dann sich vorstellt, dass aber man vielleicht eine Mutter hat, die kaum fähig ist, emotional zu reagieren, entweder weil sie es sowieso nicht kann oder weil sie depressiv ist, dann macht das eine tiefe Verzweiflung in einem Baby. Oder wenn Babys alleine irgendwo liegen länger, ein Baby hat nicht die Idee, ach, Mama ist im Nebenraum oder Papa. So, das gibt es nicht, sondern sie sind alleine und alleine sein bedeutet sterben müssen. So, und all diese Dinge, wie ob Eltern sich überhaupt emotional einstimmen können auf ein Kind und auch die Bedürfnisse sehen können und verlässlich, also einigermaßen verlässlich quasi sind für das Kind, auch sowohl in ihren Reaktionen als auch in dem, dass sie kommen, wenn das Kind was braucht, das fasst man unter Entwicklungstrauma. Und da würde ich sagen, ist die Lage eher epidemisch als vereinzelt für uns als Betroffene. Ich glaube, da sind einfach so viele Menschen betroffen. Und ich habe immer das Gefühl, man muss diesen Begriff Trauma... Ja, der muss weg eigentlich. Ja, man muss dem seinen Schrecken nehmen, sondern ich glaube, wir sind einfach seelisch verletzt. Und, wir können auch nichts dafür und möglicherweise können auch unsere Bezugspersonen nichts dafür, weil die sind wiederum auch traumatisiert oder so. Und ich glaube, man muss dem einfach nicht seinen Schrecken nehmen, weil es ist ein Schrecken, aber den Umgang damit muss man einfach... entkrampfen. Es ist wie, ja, ich habe gewisse Dinge, die nicht gut funktionieren, also ich mag das Wort funktionieren nicht, aber wo ich einfach Schwierigkeiten habe. Und dann lasse ich mich coachen wie ein Trainer, der einfach sagt, schau mal, mach mal so, dann wird es besser. Ich bin nicht krank in diesem Sinne. Viele Leute glauben ja immer, wenn sie zum Therapeuten gehen, sie wären krank, was ja, wenn sie zum normalen Arzt gehen, kein Problem ist. Wenn du Grippe hast, gehst du zum Arzt. Aber psychisch ist scheinbar bei uns immer noch so ein Problem, weil man es auch nicht sieht. Genau, und weil wir es als Schwäche auslegen und kommen wir genau in das Thema Entwicklungstrauma. Die meisten sind beschämt worden von ihren Eltern für Schwäche, was auch immer Eltern dann als Schwäche gesehen haben. Und wir tragen ganz, ganz tief in uns diese Idee, dass wir alles alleine machen können müssen, dass wir sehr autonom sein müssen und eben, und wenn wir eben was brauchen, dass es eigentlich schambesetzt ist. Und Scham ist eine ganz furchtbare Emotion, die man kaum aushalten kann. Also weiche ich dem aus. Und das heißt, ich muss zugeben, ich komme allein nicht weiter. Und dieser Schritt alleine, den zögern viele so unendlich lange raus, weil es so schambesetzt ist, dass sie eigentlich erst gehen, wenn ihr Leben in Brüchen liegt, wenn Scheidung da ist, wenn die Kinder einen nicht mehr mögen, was auch immer, und man sonstige Symptome kriegt. Und das ist einfach tragisch, weil eigentlich, man muss sich nicht mal, also wenn man sich gar nicht an seine Kindheit erinnert, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass sie nicht gut war. Kann ich mal so pauschal sagen. Ja, auch sagen. So. Ja. Und der Punkt ist, ich muss mich gar nicht an alles erinnern, weil meine Geschichte zeigt sich im Hier und Heute, wie ich mit Menschen umgehe, wie nah ich mich fühle, wie verbunden ich mich fühle, wie gut ich mich mit mir selbst fühle, wie viel Selbstwertgefühl ich habe, wie meine Beziehungen laufen. Wenn da einfach Brüche drin sind und ich merke, wenn ich in den Spiegel gucke, könnte ich kotzen, oder wenn meine Beziehung ist immer ein Mangel an Nähe, oder ich werde so symbiotisch, dass ich mich auffressen lasse oder mich
So, dann weiß ich eigentlich, okay, das ist nicht gut gelaufen als Kind, weil das Klischee ist einfach wahr. Die meisten Dinge sind auf die Kindheit zurückzuführen und man kann was ändern, aber es ist so ein bisschen, und das sehe ich halt auch als großes Problem inzwischen, dass in der Selbsthilfeindustrie ganz viel suggeriert wird, dann machst du das mal eben und dann ist alles gut. So. Und das ist nicht, also für mich ist das eher das Investment, wie wenn ich in einem Beruf gut werden will, wenn ich mit mir selber gut werden möchte und mit meinem Leben und meinem Bezugssystem, das ist eher wirklich ein Beruf lernen. Das ist was, wo ich dranbleibe, wo ich ständig gucke, okay, wie geht's mir denn oder was passiert hier? Und das hat nichts mit Nabelschau zu tun. Ja, oder also es gibt da ja auch zum Teil so eine große Egozentrik, die meine ich nicht, sondern wirklich zu gucken, ist das Verhalten, was ich habe, für mich gut und für mein Umfeld? Wenn ich immer nur sage, für mich, dann fehlt dann wirklich ein wesentlicher Faktor. So, weil ganz oft gehen gerade in Familiensystemen, gehen die Leute in Therapie, die sie am wenigsten bräuchten, die aber am meisten leiden. So. Und ja, insofern ist es einfach nichts, was man mal eben erledigt oder mal eben verändert. Das ist so tief in uns geprägt, dass es einfach Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Und alles andere ist echt gelogen. Also. Wie du sicherlich absolut bestätigen kannst. Ja, mit Sicherheit. Ich erlebe auch immer, dass dieses Wort Bewusstsein wird da so hochgehoben. Als ob man sich das irgendwo kaufen kann. Und vor allen Dingen, als ob das als ob das so ein weiches Bett ist. Und aus meiner Erfahrung ist es das nicht. Sondern ich habe immer das Bild, mir wird bewusst, dass ich auf einem dicken Nagel sitze und es eitert schon. Und das tut natürlich erstmal weh. Weil ich habe oft auch erlebt, in der spirituellen Szene, nicht immer, aber da geht es auch wieder letztendlich um Abspaltung. Ich spüre es nicht mehr. Die setzen sich hin und meditieren diesen Teil weg. So. Und das kann es nicht sein. Für mich ist, glaube ich, das, was du machst und was ich auch machen möchte oder in die Richtung, in die ich gehe, das hat für mich sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Mit diesem Teil auch, mit diesem Kind in mir, der das erlebt hat. Und dann nicht zu sagen, stell dich nicht so an, weil das gab es ja früher auch schon, sondern das wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, oh Gott, was hast du eigentlich damals erlebt, mein Schatz? So. Ja. Und das ist meiner Meinung nach wirkliche Selbstliebe und die fängt eben da an. Und da kann ich jahrelang rum affirmieren, ich liebe mich selbst, das wird nichts verändern, nichts. Wie du ja auch selber sagst, so Therapie, da kann ich jahrelang hingehen und ich kann darüber eine Doktorarbeit schreiben, aber trotzdem bin ich nicht in Kontakt mit mir. Richtig. Ja? Der fehlende Punkt ist leider auch immer noch in vielen Psychotherapien, ist einfach unser Körper. Und wenn wir den nicht mitnehmen, dann haben wir zwar alles verstanden, aber es hat sich nichts verändert. So. Und selbst wenn wir denken, wir haben uns viel verändert, wenn unser Umfeld uns das nicht spiegelt, war es meistens nicht wahr. So, also das ist einfach, ich sage immer, das, was ein großer Schritt für Dami, ein kleiner für die Menschheit. So, also es kann sein, dass ich in mir denke, boah, das hat sich irgendwas bewegt. Und ich treffe jemanden, die mich seit 20 Jahren wieder trifft. Er kennt mich immer noch wieder. Das ist kein Problem. Keine große Veränderung für andere. Aber ja, also wir müssen unseren Körper mitnehmen, weil ganz, ganz viele Menschen eben wirklich ganz viel nur noch funktionieren. Und das, was du eben beschrieben hast, eben es eine Spaltung gibt zwischen diesem funktionalen Ich, was alle Aufgaben erledigt, was da ist, was macht und tut, und dem Teil, der wirklich unsere Psyche, unsere Seele ist, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, und unsere Empfindungen und Emotionen sind, die wir mit uns rumschleppen. Und die sind oft quasi im Nebenzimmer eingesperrt. So. Und manchmal gibt es dann die Down-Days, ja, wo man dann da mitten reinstürzt und denkt, okay, die Welt geht unter und oh Gott, es ist alles schrecklich und mir tut alles weh und das war alles furchtbar und bleibt furchtbar. Und dann stehen Leute wieder auf und gehen wieder in die Funktion und vergessen diesen anderen Teil. Und das nennt man Spaltung schlicht und einfach. Und wenn wir diesen Teil nicht mitnehmen,
dann können wir uns nie erfüllt und lebendig fühlen. Wir leisten vielleicht viel, aber das ist keine Lebendigkeit. Und selbst das ist oft, erlebe ich oft, wenn Leute zu uns kommen, dass sie sagen, ich war schon in Psychotherapie und der Therapeut hat mir gesagt, es ist doch alles in Ordnung mit Ihnen. Sie haben eine Frau, Sie haben ein Kind, Sie haben einen Beruf. Was wollen Sie hier? Ist doch alles okay. Und dann sagen, ja, ich habe das alles, aber ich fühle gar nichts dazu. So. Und das ist eben, das kann es nicht sein für ein Leben. Also, aber das ist der Teil, der quasi über Entwicklungstrauma gefördert wird, dass wir nicht eben verbunden sind mit uns und uns auch nicht verbunden fühlen mit den Menschen um uns herum. Entwicklungstrauma oder jede Art von Trauma macht uns einfach sehr einsam im tiefsten Kern. So, und selbst wenn wir unter Leuten sind, sind wir im tiefsten Kern alleine. Und ich glaube, dass das zu ganz vielen auch gesellschaftlichen Verschiebungen führt und selbst auch ökologischen Verschiebungen führt, dass wir nicht mehr verbunden uns fühlen. Und das ist nicht esoterisch gemeint, so, sondern wirklich ganz weltlich. Ich mich verbunden fühle mit Menschen, mit meiner Wahlfamilie. Ich das Gefühl habe, da ist ein Raum, da gehöre ich dazu. Es macht einen Sinn, dass ich da bin. So. Und jetzt nochmal mit Fawn Response hat, wenn ich es richtig verstanden habe, schon sehr viel mit Scham zu tun, oder? Ganz viele unserer Muster haben tatsächlich was auch mit Scham zu tun, weil zum Beispiel, wenn du beschlossen hast, ja, ich muss immer Leistung zeigen, dann hast du das nicht getan, weil du das besonders cool fandst, sondern weil irgendwo jemand im Hintergrund gesagt hat, sei kein Weichei, stell dich nicht so an und mach was. So. Und diese Beschämung, die tragen wir halt in uns. Wir wiederholen die dann irgendwann quasi mit uns selber. Und sobald wir quasi, und das ist so ein bisschen so ein Dilemma, sobald wir damit aufhören mit diesem Muster, was wir uns antrainiert haben, damit wir ein bisschen Anerkennung und Liebe bekommen, soweit man das Liebe nennen kann, aber dann kommen wir wieder an die Scham. Das ist sozusagen, passiert nicht, oh geil, das fühlt sich jetzt alles viel besser an, sondern um Gottes Willen, das fühlt sich ganz furchtbar an. Ich bin ein elendes Häufchen und tauge zu gar nichts mehr. Das wird die erste Reaktion leider sein, wenn ich aus der Leistung rausgehe. So, da ist nicht die große Freude, sondern es kommt die alte Bezugnahme, die ich mal gelernt habe, kommt dann volle Wucht hoch und will mich wieder quasi auf Linie bringen. Und Scham ist ja, glaube ich, auch ein wahnsinnig krasses Gefühl, sehr tief, aber sehr subtil. Ich glaube, wenn die meisten Leute, wenn das Wort Scham hören, dann denken sie, ich bin auf der Straße ausgerutscht und bin so. Aber das ist ja so eine sehr oberflächliche Scham. Ich glaube, die andere ist ja, ich schäme mich dafür, überhaupt da zu sein. Genau. Oder so zu sein, wie ich bin. Sag genau. Ich dann, du als Kind, du machst irgendeinen Fehler und wirst, meine Freundin hat mir vor kurzem sowas erzählt, es passiert irgendwas, du bist total in der Freude und dann, bam, was hast du jetzt schon wieder gemacht, bla bla bla. Und dieser Schock, glaube ich, und diese Scham auch, das ist das, glaube ich, wenn wir über Scham reden, was wir da meinen. So eine ganz tiefe Scham von wegen, ich bin es nicht wert, ich bin nichts. Genau, das ist halt, es gibt eine gute und gesunde Scham, die macht wirklich ganz, ganz viel auch mit der Hirnentwicklung von Babys. Also die setzt so circa nach einem Jahr, fängt die Schamentwicklung an. Und man geht davon aus, dass es wirklich dem dient, dass Eltern ihre Kinder auf Distanz einfrieren können, wenn die was Gefährliches machen. Ja, dein Kind fängt ja an zu krabbeln quasi, dann fangen die an, die Welt zu erforschen und womöglich tun sie irgendwas, was wirklich gefährlich ist. Und dann kommt dieses, hör auf! Ja, und das Kind macht quasi das und kollabiert. Die Schamreaktion ist eine parasympathische. Wir kollabieren in uns. Sympathisch ist immer, wenn die Erregung hochgeht. Parasympathisch ist eigentlich, wenn wir die Erregung verlieren. So. Und eigentlich wird das mit Entspannung assoziiert. Aber in dem Fall ist es eben keine Entspannung, die wohlig und schön ist, sondern es ist eher ein Kollabieren in mir. Und viele Leute wechseln inzwischen nur noch zwischen Überspannung und Kollabieren auf der Couch. Aber da ist das eben dafür da, dass das Kind jetzt nichts Gefährliches mehr tut. Dann sollten die Eltern, Bezugspersonen kommen und sagen, alles ist wieder okay, ich bin nicht böse mit dir,
und das Kind wieder quasi helfen, das zu regulieren, dass es wieder in die Welt gehen kann und wieder gesunde Kinder explorieren. Gesunde Erwachsene sind weiter neugierig, auch wenn sie noch 90 sind. So, und wenn dann, und da passiert eben ganz, ganz viel auch im Gehirn an der Entwicklung, weil wir da lernen, eine Beziehung ist also nichts, was stetig gleich ist, sondern eine Beziehung ist etwas, wo auch mal ein Bruch sein kann und dann kommt die Reparatur. Und das vertieft Beziehung und vertieft unsere Sicherheit zu wissen, wenn ich weiß, mit dir kann ich auch mal streiten und dann aber wird das immer repariert. Nicht mit, oh Entschuldigung, das war doof von mir, sondern kann ich irgendwas tun, damit das nicht mehr zwischen uns steht und wir sprechen uns aus und ich verstehe dich und du verstehst mich. Das ist eine Reparatur. So, und das vertieft Beziehung. Und das sollte da passieren, also nicht mit dem Sprechen, aber das Kind wird wieder aufgebaut, kriegt gesagt, hey, das ist alles okay, tut mir leid, dass ich so laut war, nein, nein, ich hab dich lieb. Und dann reguliert sich das Kind quasi wieder und geht wieder in die Welt. Oder Eltern reagieren mit, mein Gott, du machst echt immer nur Müll. So, und demütigen das Kind quasi nochmal. Und dann bleibt es quasi in diesem Kollaps. Und wenn das oft ist, nicht wenn das einmal ist, aber wenn das die Hauptreaktion ist, dann entwickeln wir toxische Scham. So, und die sagt, ich bin nicht okay, wie ich bin. Irgendwas in mir ist falsch. Und das haben alle Kinder nicht nur jetzt mit diesem speziellen Umgang in dieser Zeit, alle Kinder, die quasi ständig gedemütigt werden oder gezeigt bekommen, die sind eigentlich nicht okay, wie sie sind. Oder halt, ich habe keine Zeit für dich. Oder genau das, was deine Freundin gesagt hat, gibt ja so eine Phase, wo Kinder dann ganz aufgeregt kommen, guck mal hier, das habe ich gemacht. Und wenn dann Eltern nur drauf gucken und sagen, oder das nehmen und sagen, ja, ja, und legen es gleich weg oder werfen es gleich weg, dann lerne ich, puh, das ist ein Schlag ins Gesicht. Also, weil wir wollen nicht nur geliebt werden, sondern wir wollen auch lieben dürfen und unsere Liebe zeigen dürfen. Und wenn wir einen Partner haben oder damals Eltern haben, die das unfähig sind, Liebe anzunehmen und wertzuschätzen und sich daran wirklich zu erfreuen, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir dann das Gefühl haben, also Kinder sagen ja immer, ich bin schuld, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich bin was auch immer, ich bin falsch. Und wenn ich mit diesem Lebensgefühl durch die Welt laufe, ja, macht natürlich jeden Unterschied, den man sich nur vorstellen kann, wie ich dem Leben dann begegne. Und das hat ja auch wieder mit diesem Form-Response zu tun. Ich versuche ja durch mein Verhalten unbewusst zu vermeiden, dass ich bestraft werde, dass ich verlassen werde und so weiter und so fort, oder? Und dann zieht mir natürlich auch eine Beziehung immer den oder die Richtige, die mich dann auch genauso behandelt, wo ich dann hinterher im schlimmsten Fall wieder sagen kann, es war wieder der Falsche. Bis ich sage, es hat mit mir zu tun. Ich lade die quasi ein, sich so zu verhalten, weil ich keine Grenzen habe. Genau, einladen finde ich immer ein schwieriges Begriff, weil wir das so schnell mit Schuld assoziieren. Ich bin selber schuld, das tun sowieso schon alle immer denken. Und die spirituelle Szene tut da ihr Übriges mit. Ich ziehe alles rein in mein Leben. Da würde ich mal so eine Grenze ziehen wollen. Das ist so für mich so der neue Katholizismus. Ja, ich bin einfach immer schuld. So, also ich sage immer, auch gute Menschen kriegen Krebs. Also nein. Also wenn da irgendwas ist, dann entzieht sich das sicherlich unserer Vorstellungskraft, wenn es da eine höhere Ordnung gibt, ist sie sicherlich nicht Ursache, Wirkung, wie wir kleinen Menschen uns das vorstellen. Aber egal, auf jeden Fall sagen wir so, ich habe mal jemanden gecoacht ein bisschen, die einfach wieder gerne eine Beziehung haben wollte und immer gesagt hat, ja, ich gerate immer an Männer, die dann irgendwann feststellen, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht richtig für sie, es ist so, wie ich bin. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich kann dir auch sagen, woran das liegt, wenn ich dich erlebe. Du stellst dich einfach als extremst lebenslustig und immer gut drauf da und immer ein Scherz auf den Lippen. Und so lernt man dich dann kennen. Und wenn man nach 4 Wochen merkt, puh, so ist die aber gar nicht, die hat auch noch schwierige
Dinge und ist nicht immer gut drauf und nicht lustig oder womöglich einfach wirklich auch rundweg unglücklich an manchen Stellen, dann ist sozusagen mal das Verkaufsversprechen ist gebrochen. Praktisch, ja. So, du hast dich so verkauft und nach 4 Wochen sagst du, es tut mir leid, ich musste jetzt eigentlich mal mitteilen, dass das war nur das Marketing. So bin ich gar nicht. Dann kann es eben sein, dass eine andere Person sagt so, nee, so will ich das nicht. Ich wollte das shiny girl so und oder ich wollte den starken Kerl und jetzt sitzt du hier und kriegst deinen Hintern nicht vom Sofa. Das war nicht im Verkaufsgespräch drin. So und deswegen haben wir einfach sehr, sehr viel mehr Erfolg in Anführungsstrichen mit unseren Mitmenschen, egal in welcher Beziehung, je mehr wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir dafür aber natürlich die größte Angst haben, weil wir uns selber nicht leiden können, dann wollen wir immer was sein, was wir nicht sind. Entweder, dass wir eben immer freundlich und zuvorkommend und uns zurückstellend sind. Ja, dann das finden Leute toll. So, aber dann bin ich in dieser Rolle unter Umständen eben auch gefangen. Das würde, wenn man das kultiviert, also eben schon in der Kindererziehung, dann müsste man eben ganz, ganz früh anfangen. Eben wie du sagst, eben das Kind ist eben so, wie es ist. Das heißt nicht, dass wir alles toll finden müssen, aber das Entscheidende wäre immer, wie du sagst, dass diese Bindung nicht abbricht. Oder wenn sie mal abbricht, dass sie dann wieder da ist. Aber ich kenne es ja auch so und wahrscheinlich wir alle. Du wirst dann dafür bestraft. Du kommst dann ins andere Zimmer, du warst böse. Ich kenne das auch, Liebesentzug. Liebesentzug, 3 Tage lang. So mit meinem Vater weiß ich. Horror, ja. Und du hast vorhin das gesagt und das finde ich ganz entscheidenden Punkt. Wir schauen da immer heute so als der Erwachsene drauf und sagen, ja, aber man muss sich ja vorstellen, wie das als Kind für uns war. Das war existenziell, das war die Person, die uns auf die Welt gebracht hat oder mit deren Hilfe und die wir lieben und die uns liebt. Und das glaube ich, ist uns nicht bewusst, welche Dimension das hat. Und die merken wir dann später in Beziehungen, wenn wir verlassen werden, dann merken wir es wieder. So, und dann wäre ja der Punkt, wo wir mal hinschauen könnten, warum geht das jetzt so tief und warum immer die gleichen? Aber das machen wir ja meistens nicht, sondern wir sagen dann, ja, es war der Falsche. Genau. Ja, das ist ein großes Problem. Also ich sage immer, die Leute, die in Therapie gehen, sind sozusagen die, die immerhin ein Problembewusstsein haben. Also die sagen, ich muss mich ändern. Aber es gibt einfach immer mehr Leute, die sagen, die Welt ist falsch. Die anderen sind blöd. Also das ist, ich mache alles richtig. So, warum sind die alle so doof? Und mit der Haltung, die ist natürlich einfach tödlich für alle drumherum und für einen selber auch, weil man kreuzunzufrieden durchs Leben gehen wird mit dieser Meinung und auch ein Zeitgenosse ist, mit dem man nicht so gerne zu tun hat. So, weil wenn immer die anderen schuld sind, ja, dann ist alles immer draußen. Und ich sage immer, die draußen kannst du aber leider nicht verändern. Doch, doch. Da arbeiten Leute 20 Jahre in Beziehungen dran, die andere Person so endlich hinzubekommen, wie sie sein soll. Und haben 20 Jahre eine kreuzunglückliche Beziehung, weshalb auch immer sie dann trotzdem zusammenbleiben. So, und das heißt, wir sind schon ein ganzes Stück weiter, wenn wir sagen, irgendwas läuft hier nicht gut. Und das heißt ja nicht, dass die andere Person oder dass die Beziehung zu retten ist oder so. Aber ich muss hingucken, was ist mein Anteil daran? Was ist mein Anteil, dass das jetzt hier nicht läuft zwischen uns? Oder dass wir uns immer wieder nicht verstehen? Oder es muss ja gar nicht nur die Trennung sein, sondern auch innerhalb der Beziehung. Warum läuft die so, wie sie läuft? So, und das ist eine wichtige Frage. Und eine Frage, die zum Beispiel viele gar nicht beantworten können, ist, ich sage dann immer, weißt du denn, was dein Partner oder deine Partnerin eigentlich braucht, um sich geliebt zu fühlen? Wir gehen meistens davon aus, dass die dasselbe wollen wie wir. Das ist leider eine kindliche Vorstellung, die ist nicht wahr. Menschen haben tatsächlich unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir sollten das immer sagen können. Wir sollten sagen können, was sind die 3 wichtigsten Dinge für mein Gegenüber, damit sie sich geliebt fühlen. So. Und wenn ich das kontinuierlich auch gebe, habe ich große Chancen, dass Freunde lange bei mir bleiben und auch Beziehungen ganz gut laufen, schon mal als Grundgerüst. So. Das wäre ein großartiger Punkt, weil das würde ja auch bedeuten, dass ich mir selber Gedanken darüber mache,
was brauche ich, drei Dinge, damit ich mich geliebt fühle, und den anderen Richtig. Auch zu fragen, hey, was brauchst denn du? Und die erste Reaktion ist wahrscheinlich immer, keine Ahnung. Die meisten genau, sagen, und dann sage ich immer, woher soll ich es dann wissen, ja, wenn ja, du nicht weißt? So, wie kann ich dir etwas geben, was du nicht mal weißt? So, das ist, habe ich keine, also das ist chancenlos quasi, etwas zu bedienen, wovon du selber gar nicht weißt, was du brauchst. Es ist schon eigentlich so, auch sollten wir so ein Manual erstellen für uns, weißt du, Bedienungsanleitung, wie machst du mich glücklich, Punkt 1, 2, 3, 4, dann hast du schon mal so einen Anhaltspunkt, wie machst du mich happy? Allerdings, wenn man darüber redet wieder, dann denkt man sich, ist es eigentlich ein Wunder, dass Beziehungen irgendwie überhaupt funktionieren, dass das alles ja. überhaupt funktioniert, weil eigentlich ist das alles so Trial and Error. Genau. Ich probiere es mal, und wenn nicht, dann bin ich eher noch beleidigt. Ja, genau. So, weil es nicht so gut ankommt. Ja, genau. Ich gebe dir was und du nimmst. Ich habe doch jetzt wirklich, ja, aber brauche ich nicht. Ah ja, da ist man noch beleidigt, anstatt zu sagen, ach so, ist ja interessant. Ich dachte, das wäre sowas, aber was ist denn jetzt das Richtige? Genau. Und dann wird es ja auch wieder eng. Wenn dann kommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber dann, wenn man das wirklich nicht beantworten kann, hat man halt, also ist eigentlich die Aussage, ich habe eigentlich relativ wenig Kontakt zu mir. So, und ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich selber ticke, gehe aber davon aus, dass eine Liebesbeziehung mich glücklich macht, weil dieser Satz kursiert, wenn du mich lieben würdest, Markus, dann wüsstest du, was ich brauche. Ja, ja genau. So. Und das ist einfach in der Beziehung einfach relativ tödlich, beim Sex noch tödlicher. Ja, so, das ist, wir wissen es nicht. Das ist ja wirklich kindlich. Aber frag mal den Durchschnitt. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, also wenn ich Seminare gebe, können das nicht ad hoc beantworten. Ja, also ich müsste jetzt auch drüber nachdenken. Also ich glaube, ja. ich würd schon drauf kommen, aber ich werde das auf jeden Fall machen, weil es finde ich wirklich sehr interessant, weil es würde natürlich gewisse Dinge total vereinfachen. Und es wäre aber auch möglich, dass ich dann sagen kann, müsste, ja, verstehe ich, aber das kann ich dir nicht geben, weil ich es selber nicht habe. Und dann weiß der andere, okay, da ist nichts zu holen, dann muss ich mir das woanders holen. Es kann ja alles Mögliche sein. Ich brauche Abenteuer oder whatever, und der andere will lieber auf dem Sofa sitzen. Dann Richtig. Ist es halt so. Und im Schlimmsten oder ich würde sogar sagen, im Best, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen, im schlimmsten oder besten Fall könnte ich dann vielleicht sogar sagen, nee, ich habe andere Erwartungen an eine Beziehung, ich brauche etwas anderes, andere Bedürfnisse, das wird nicht funktionieren, wir trennen uns in Liebe, weil das letztendlich, wir werden nie glücklich sein, weil wir voneinander nie das kriegen, was wir eigentlich wollen und brauchen, das ist auch okay. Genau, das wäre einfach eine Möglichkeit. Ich sage immer, es gibt verhandelbare Bedürfnisse und nicht verhandelbare Bedürfnisse ja. in Beziehungen. Und wenn man sagt, irgendwie alle, man muss sich eh alle Bedürfnisse selber erfüllen, das ist einfach Unsinn, meiner Meinung nach. So, das ist ja auch sowas, was inzwischen so kursiert. Man muss sich alle Bedürfnisse selber erfüllen. Wir sind einfach soziale Wesen, und ich mache ja eine Beziehung nicht, weil ich mir alles selber geben möchte, sondern weil ich mit jemandem in Austausch sein möchte. So, und da gibt es eben dann Bedürfnisse, die sind für mich einfach nicht verhandelbar. Und es gibt andere, die sind verhandelbar, wie zum Beispiel, du sagst, oh, für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, irgendwie mit dir Sachen zu machen und zu unternehmen, so. Und ich sage, boah, ich bin eher jemand, ich sitze total gern im Café und rede, so, und tausch mich aus, so, und dann sagst du, pff, okay, das ist für mich nicht verhandelbar. Ich will nicht so ein Couch-Science-Potato, ich brauche irgendwie mehr Action. Und oder du sagst, okay, das mache ich mit Freunden oder anderen Freundinnen, so, davon habe ich genügend. Und ich sage, ja, ich bin fein damit, ich gehe ins Café dann eben auch mit anderen. Während vielleicht das Bedürfnis zum Beispiel für mich wäre ein unverhandelbares Bedürfnis, mit jemandem sprechen zu können über alles. Ja, jemanden haben, mit dem ich mich wirklich austauschen kann und anregende Gespräche habe oder auch wirklich mein Seelenleben darlegen kann, mich verletzlich machen kann und so. Und wenn ich dafür kein Gegenüber hätte, wäre das für mich nicht verhandelbar. Das ist halt sehr individuell, aber um das zu kommunizieren, muss ich für mich selber natürlich erstmal rausfinden, was habe ich für Bedürfnisse. Ne? Und das ist ja genau. Bei diesem Form-Response,
Da wollte ich dich noch fragen, aus deiner Erfahrung, ich hätte ja das Gefühl, dass das möglicherweise mehr Frauen betrifft als Männer, weil es ja doch viel mit Aggression zu tun hat und Aggression auch mit Grenzen zu tun hat. Kann man das so sagen oder ist es ein Klischee? Also ich kenne auch echt einige fornige Männer, so, auch wenn die ein breites Kreuz haben und man es ihnen nicht gleich ansieht, die einfach viel zu viel lächeln und ihre Energie ganz doll wegnehmen. So, ich glaube, das ist ja auch so ein durchaus ein Problem der netten Männer, sag ich mal, dass sie Schwierigkeit haben, in ihre männliche Energie zu gehen und dass diese männliche Energie ganz oft assoziiert wird mit Gewalt. So, auch von Frauen, die dann sagen, das ist mir zu viel. Oder eben Männer, nur die Assoziation haben zu ihrem eigenen Vater, der mit dieser Energie vielleicht eben gewaltvoll umgegangen ist und unterdrückerisch. Und so will ich nicht sein. Und das ist ja auch toll. Also das ist ja erstmal wirklich super. Nur dann quasi, nee, wenn ich die Energie immer zurücknehme und immer freundlich bin, dann bin ich eigentlich auch schon in diesem Fawn Response. Ja? Wenn ich öfter höre, du bist ja süß. Ja, so, egal ob als Mann oder als Frau, du bist ja echt schnuckelig. Dann, wenn das so eine der Hauptaussagen über mich ist, dann muss ich mal schauen, okay, wo ist denn der Punkt, wo ich nicht mehr süß bin? Gibt es den überhaupt? Und wo stehe ich auf für meine Bedürfnisse? Wo sage ich, nee, das möchte ich wirklich nicht? Oder ich will nicht so behandelt werden. Ist mir das möglich, meinen Raum zu nehmen? Ist es mir möglich, Bedürfnisse auszudrücken, auch wenn du ein anderes Bedürfnis hast? Weil das ist der Punkt, wo quasi Menschen mit Fordern Response komplett wegbrechen. Ja, wenn die eine Person sagt, ich brauche jetzt das und das und will das und das, dann dagegen zu stellen, zu sagen, ja, das ist okay, aber ich will eigentlich das und das jetzt. Und dann quasi mache ich mich klein und bediene eher. So, ich traue mich nicht, meins gegen deins zu stellen und zu sehen, wir beide dürfen Bedürfnisse haben. Ob wir die erfüllt kriegen, es steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ich kann mir das von dir wünschen, was ich möchte. Und dann sehe ich, wie du antwortest. Als Erwachsene würde ich sagen, ja, schade. Ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht, aber okay. So, oder ich sage, oh Mann, nie machst du das. Jetzt sage ich dir mal, was ich brauche und schon wieder kriege ich ein Nein. So, das ist Erpressung quasi. Das ist mit Schuld spielen. So. Und dann, wenn natürlich jemand dann eh dazu neigt, sich unterzuordnen, wird er das erstmal wieder machen. Aber ich sollte mir klar machen, dass ich irgendwann einen Preis in der Verbindung zahle. Ja, wenn ich mit Schuld zum Beispiel arbeite. Ja, das wird unsere Verbindung erodieren. So, du bist zwar vielleicht noch nett, aber innerlich gehst du weg, ja, weil du dich schützen musst. Und ich glaube, dass es viele Beziehungen gibt, wo die Partner, Partnerinnen eigentlich innerlich sich zugemacht haben, äußerlich aber noch zusammen sind. Man sagt so, die Qualität einer Beziehung sieht man auch an der Verletzlichkeit, an dem Grad der Verletzlichkeit, den beide zulassen können. Und das glaube ich tatsächlich auch, das macht einen Riesenunterschied. Aber manche Menschen sind einfach aus dem Hauptbedürfnis Sicherheit zusammen und nicht Verbindung. Oder das, und dann ist das okay. Wenn das für uns beide okay ist, ist es okay. So, da gibt es keine Normen, die sagen, dann ist das eine schlechte Beziehung. Wenn das meine Bedürfnisse erfüllt und deine auch, super. Dann haben wir eine sichere Homebase und haben aber einfach nicht so viel Verbindung. Aber das kann niemand anders sozusagen bewerten, außer ich selbst. So. Wenn zu dir jemand kommt und ich sag mal, da ist dieses, ich will gar nicht sagen das Problem, sondern da taucht dieses Fawn Response auf. Wie arbeitest du dann da? Oder denen wird das ja erstmal bewusst wahrscheinlich, dass sie dieses Muster haben. So, ich denke, das merken die meistens ja gar nicht. Geht es da auch um das Thema Wut zum Beispiel? Weil ich denke ja immer, dass, also ich muss die Wut ja nicht ausleben, aber Wut ist ja ein Punkt, wo ich merke, das passt mir jetzt nicht. Und dann lächle ich neben nicht, sondern dann sage, nee, das finde ich nicht gut. Genau. Oder ich kann auch lächeln dabei. Ich kann ja sogar lächeln und sagen, nee, das möchte ich nicht. Das finde ich ja sehr noch, das wäre für mich die Königsdisziplin. Ganz freundlich. Ja, wobei es da einen Männer-Frauen-Unterschied gibt. Wenn Frauen lächeln und Nein sagen, werden sie fast nie ernst genommen. Ah, okay.
Bei deiner Statur sozusagen kannst du lächeln und Nein sagen und die meisten Okay. nehmen dich auch ernst. So, also, dass wenn so eine zierliche Frau irgendwie sagt, ach nein, 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 das möchte ich jetzt nicht, ja, dann, oder in China fällt ein Sack Reis um. So, da gehen die meisten einfach drüber. Und deswegen, ich sage immer, für echte Freundlichkeit muss ich gelernt haben zu sagen, hier und so weit und nicht, also bis da und nicht weiter. So, und von da, wenn ich weiß, das kann ich freundlicher werden und höflich bleiben und alles so. Aber ich muss quasi die Energie aufbringen können, zu sagen, und jetzt ist Schluss. Und du musst wissen, okay, wenn ich hier jetzt noch weitermache, das wird nicht mehr gut werden für mich. So. Und wenn ich die mit der, sobald ich das gelernt habe, und das ist mit viel Angst besetzt für die meisten, dann kann ich von da alle Freundlichkeit der Welt haben, sozusagen, weil ich weiß, ich bin sicher, im Falle eines Falles kann ich meine Grenze ziehen. So, und Menschen, die so überfreundlich sind oder eben Freundlichkeit eigentlich als Unterwerfungsgeste haben, lassen andere Menschen oft gar nicht so nah an sich ran, weil sie Angst haben, wenn du erstmal so nah bist, kriege ich dich da nicht mehr weg, weil ich nicht Nein sagen kann. Also sage ich lieber da hinten schon Nein oder lass mich gar nicht auf das Gespräch ein mit dir, weil ich genau weiß, danach bin ich verloren. So, dann erstarre ich und lächle, während jemand näher kommt oder mir die Hand aufs Knie legt, lächle ich und sag nichts mehr. So. Und das heißt, wenn wir damit arbeiten, ist ganz viel sich spüren. Also spüren, was für eine Emotion ist da eigentlich wirklich. Und das kann ich nur, wenn ich meinen Körper auch spüre, weil Emotionen nun mal im Körper wohnen. Dann werden wir sicherlich irgendwann da dran kommen, warum ich so geworden bin. Das ist die Zeit, wo es einem richtig schlecht geht, weil man dann eben wieder Kontakt dazu bekommt. Was habe ich eigentlich erlebt, dass ich mich so unterwerfe heute noch? So, und mit wie viel Angst war das als Kind verbunden, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. So, und das gab es ja in vielen Familien gar nicht, wie nein, ich möchte nicht. Gibt es für Kinder nicht, Punkt, Ende. So. Und das heißt ja auch nicht, dass Kinder immer, also dass Kinder keine Grenzen bekommen oder alles dürfen, aber dürfen sie sozusagen auch eben in ihre Kraft gehen oder kriegen sie dann Liebesentzug zum Beispiel? Wie auch immer, ich werde irgendwann ein Gefühl wahrscheinlich wieder dazu bekommen, wo ich herkomme. Das ist die schmerzliche Zeit. Und dann geht es darum, wirklich auch neue Erfahrungen zu machen. Therapie ist für mich in erster Linie ein Ort, wo ich mit der Sicherheit und der liebevollen Begleitung von jemandem zu sehen, dass ich nicht mehr alleine bin, Dinge anschauen kann, von hier zurückschauen kann, vielleicht auch den Schmerz nochmal fühle, aber Neues lernen, nämlich zum Beispiel, was ist denn überhaupt mein Raum? Wie kann ich den überhaupt fühlen? So, wie fühlt sich das an, Nein zu sagen? Welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? So, und dann quasi verändere ich mich. Dann plötzlich gehe ich anders auf die Welt zu und merke, oh, ich habe heute, dann kommen welche und sagen, das war heute total irre. Ich habe einfach spontan Nein gesagt und gar nicht drüber nachgedacht. So. Und dann war das plötzlich auch in Ordnung und die Welt ist mir nicht auf den Kopf gefallen. So. Und ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall als Begleitung. Dann, ja, tschakka, jetzt sind wir auf dem Weg. Ja, so Momente kenne ich auch, weil ich würde zum Beispiel für mich sagen, aber es ist vielleicht generell einfach auch ein Tipp, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, dass zum Beispiel, ich bin jemand, ich gehe zum Beispiel auch ungern ans Telefon. So, weil ich merke immer, wenn jemand was von mir will, dann gibt es einen Teil von mir, der ist unter Druck und dann kann er gar nicht mehr richtig nachdenken oder spüren, was will ich jetzt. Und ich glaube, vielleicht wäre es ein guter Anfang zu sagen, ich kann, also wenn ich nicht, es sei denn, ich sage gleich spontan, ja, finde ich super. Aber wenn ich schon merke, ich bin so, dann nicht eben aus Freundlichkeit zu sagen, eben wieder aus diesem Ding, ich möchte nicht, was bist denn du für ein Freund, auf dich kann man sich nicht verlassen, wie auch immer, sondern erstmal zu sagen, du, das weiß ich noch nicht. Ich gebe dir in einer Stunde Bescheid oder ich sage dir morgen Bescheid. Das, glaube ich, wäre ja schon mal ein guter Anfang zu wissen, auf jeden Fall, dass man dazu neigt, sich überrennen zu lassen.
und vielleicht auch dazu neigt, Entscheidungen für den anderen zu treffen, aus Angst, jetzt böse oder sonst was zu sein. Einfach, wie du vorhin auch sagtest, diese Pause zwischen Aktion und Reaktion, die wäre da ja auch schon angesagt, dass ich einfach, auf jeden Fall. wenn ich merke, ich bin mir unsicher, dann zu sagen, ach, weiß ich noch nicht, sage ich der morgen oder wäre schon mal ein guter Anfang. Auf jeden Fall, das ist, empfehle ich immer, quasi, dass man quasi an der ersten Zeit, wenn man anfängt, grundsätzlich kein Ja sagt, sondern immer sagt, ich muss mal eine Stunde drüber nachdenken oder bis morgen, dann sage ich dir Bescheid. Und wirklich ein Gefühl dafür kriegt, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Man kann ja auch dann sagen, du, es fällt mir total extremst schwer, Nein zu sagen, aber eigentlich will ich wirklich nicht. So, und ich hoffe, du hast dafür Verständnis oder was auch immer, wie man sich dem annähert, also über welche Windungen. So, aber dass man sich wirklich die Zeit nimmt, wirklich zu gucken, vor allem wenn man jemand ist, der spontan immer einfach erstmal Ja sagt. Das muss aufhören, quasi, diese spontane Reaktion, weil ein Ja ist quasi immer mit der Energie zu gehen. Nein ist eben auch gegen Energie zu gehen. Und die halten wir oft nicht auf. Nein erzeugt Spannung. Ein Ja entlädt Spannung. So. Und wir mögen Spannung halt einfach nicht. Deswegen haben wir ganz oft dieses, naja, dann sage ich Ja, damit keine Spannung entsteht. So. Und wir müssen einfach lernen, diese Spannung auszuhalten, weil sonst steht, ich sage immer, sonst steht auf unserem Grabstein, alle mochten sie, nur sie sich selbst nicht. So, also das macht irgendwie keinen Sinn. Und wie gesagt, es geht nicht um Egozentrik dabei, sondern wirklich zu schauen, wo möchte ich denn was geben und von Herzen geben und wo merke ich, das kann ich nicht leisten. Das ist nicht egozentrisch, Grenzen zu haben. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Irgendwas wollte ich noch sagen, was war jetzt das? Ich vergessen. Wegdissoziiert. Wegdissoziiert, genau. Irgendwas hatte was mit dieser Pause zu tun, mit diesem. Pause zwischen Reiz und Reaktion. Ach so, das wollte ich sagen, mit dem. Und vielleicht auch mal zu erkennen, dass wie viel bei solchen Sachen wie. Ach, auf den kann man sich immer verlassen. Auf den ist verlassen, wie viel Manipulation da auch drin ist. Weil ich in meiner Band früher, in der ich war, da gab es dann unseren Keyboarder und dann hat der Sänger, wenn er ihn vorgestellt hat, hat er immer gesagt, ja, der so und so, auf den kann ich mich verlassen, den kann ich nachts um 4 anrufen, der steht immer da. Und ich hatte immer so ein komisches Gefühl dabei, weil es ist natürlich auch eine totale Bürde, weil aus der kommst du gar nicht mehr raus. Weil, ja, aber ich habe gedacht, ich kann mich auf dich verlassen. Und eben auch mal zu erkennen, dass dieses, ach, das ist so netter, auf den kann man sich verlassen und der ist immer da, dass das für einen Teil, für dieses, glaube ich, dieses Kind, das ja schon mehr oder weniger vielleicht nur existiert hat durch Funktionieren und brav sein. Und das wird dann wieder getriggert und ich möchte brav sein. Und diese Sache, diese Mechanismen mal zu erkennen, warum man überhaupt so funktioniert, und warum man zum Beispiel eben zu diesem Fawn-Response dann neigt, eben dann zu lächeln, anstatt, weil da denke ich ja, wäre noch gesünder, anzugreifen und zu sagen, nee, will ich nicht, oder wegzurennen. Das will ich nicht ist ja kein Angriff. Das würde ich gerne ganz gerade rücken. Wenn ich sage, das will ich nicht, ist kein Angriff, ja. So, sondern es ist einfach nur eine Grenze. Angreifen tue ich, hey du Arsch, was willst du ständig von mir? Das ist ein Angriff. So, also das ich will nicht, ist einfach nur eine Grenze. Und ich glaube, das, was reinspielt, ist, und das mögen viele nicht so gerne hören, wenn ich immer freundlich bin, ist dahinter auch ein Bedürfnis nicht nach Freundlichkeit, sondern nach Kontrolle. Ich möchte eigentlich mein Umfeld so kontrollieren, dass es für mich einschätzbar ist und nicht gefährlich. Das ist ja die Entstehung davon. Und das mache ich dann als Erwachsener eben auch oft noch. Ich möchte eigentlich so sein, dass ich alle unter Kontrolle habe. Und davon muss man sich eben auch verabschieden. Und das ist oft sehr, sehr schwer, wirklich zu sehen, ich lasse das los, weil ich kann andere Menschen nicht kontrollieren. Das ist eine eingebildete Sicherheit und eingebildete Kontrolle, für die ich einen hohen, hohen Preis zahle. So, aber es macht mich unter Umständen am Anfang wirklich panisch, das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren, über mein Umfeld. So. Damit vielen, vielen Dank
glaube ich, jetzt haben wir knapp über eine Stunde. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden. Aber ich stoppe jetzt zumindest mal die Aufnahme. Vielen, Okay. vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Wie gesagt, ich könnte stundenlang reden. Ich habe das Gefühl, du hast da so ein großes Wissen und das aber auch so und so authentisch, weil du es ja auch zum Teil alles selbst erlebt hast. Und das ist einfach so immer so ein großer Unterschied zu Leuten, die zwar das alles studiert haben und alles wissen und bla bla bla, aber letztlich nichts spüren. Und es ist so toll, mit Leuten zu reden, wo man einfach spürt, es ist auch gelebt. Und das ist, finde ich, immer ein großes Geschenk. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Ich bemühe mich redlich, das zu leben, ja. Also vielen Dank. Ja, danke, Markus. Ciao.